Nanu? Das Buch habe ich hier noch nie gesehen. Vielen Dank, dass wir dich in den Ferien besuchen können, Tim. Ja, kein Problem, Martin. Ist ja auch eher selten, dass ich meinen Cousin aus Köln hier habe. Und dass er seine Freunde mitnehmen durfte, ist wohl genauso selten. Naja, das hat einen Hintergedanken. Und der Vera? In unserer Stadtbücherei gehen seltsame Dinge vor sich. Seltsame Dinge? Was meinst du mit seltsamen Dingen? Man hört von grünen Lichtern und ich selber hab mal Bücher fliegen sehen. Fliegende Bücher? Na klar, wo wollten die hin? Zum Flughafen? Hör auf, Hermine. Wenn mein Cousin sagt, dass es fliegende Bücher gibt, dann glaub ich ihm auch. Glaubst du ihm? Na ehrlich, es gibt doch gar keine fliegenden Bücher. Es gibt Dinge, die mein Cousin und ich sehen können, Hermine. Na sicher, Bücher mit Flügeln ist ja auch völlig normal. Okay, erzähl mal, was ist mit den Lichtern? Gestern zum Beispiel, da saß ich in der Bücherei und las in einem Buch und auf einmal hörte ich ein Poltern. Oh, ein Poltern, wie geistreich. Hat das noch jemand gehört? Nein, ich war mit der Mitarbeiterin allein im Raum, aber die hat gar nicht reagiert. Vielleicht ist sie taub. Und es ist noch was passiert. Vor 2 Wochen kam die Nachricht, dass die Bibliotheksleiterin verschwunden ist. In der Bücherei und auf dem Boden fand man nur ein seltsames Buch. Sie ist bestimmt mit einem anderen davon geflogen. Oh Mann, Hermine, mal ehrlich, du nervst. Ihr nervt mit eurem Geschwafel über fliegende Bücher verschollene Mitarbeiter. Wie hieß die Frau? Esther? Ja, Esther Schmidt. Woher kennst du ihren Namen? Das würde mich auch interessieren, Maria. Davon stand nämlich nichts in den Medien. Nein, braucht es auch nicht. Hast du es in einem der fliegenden Bücher gelesen, die zufällig bei dir vorbeigeflattert sind? Ich brauche keine flatternden Bücher, Hermine. Und ja, ich glaube an fliegende Bücher und polternde grüne Lichter. Denn es gibt Dinge zwischen hier und da unten, die kann nicht jeder sehen. Und die es trotzdem gibt. Ach. Hier ist es angeblich mit der Büchereileiterin passiert. Und das Poltern, wo hast du das gehört? In der Ecke am Kopierer da hinten. Ich saß an einem der Tische und hab gelesen. Zeig uns das mal. Ja, vielleicht stehen doch Kerzen rum, die Maria anzünden kann. Komm, Martin, ich zeig dir die Stelle. Was? Hör zu, Hermine. Hast du ein Problem mit mir? Mit dir? Ne, wieso sollte ich? Du kannst ja seit heute einfach so Kerzen anzünden. Ist ja völlig normal. Ich kann nichts dafür, dass ich das kann. Und nicht erst seit heute. Ich kann auch nichts dafür. Weil es ist doch nicht normal, wenn man diese Fähigkeit hat. Oder habt ihr einfach nur einen blöden Scherz mit mir gemacht? Nein, haben wir nicht. Ich fühle mich seit deiner Vorstellung echt verarscht, Maria. Ich dachte, wir wären Freundinnen. Sind wir ja auch. Ach ja, bei solchen Geheimnissen bin ich mir inzwischen nicht mehr sicher. Ja? Was ist mit Hermine? Ich glaube, die hat gerade ihren Glauben an unsere Freundschaft verloren. Oh, ich verliere auch gerade meinen Glauben. Wieso? Na, wieder auf Lichterjagd? St. Martin? Der spielt bestimmt wieder Ghostbuster. Lass mich einfach in Ruhe, Emanuel. Oh, er kann sprechen. Oh,
Ich habe auch gerade was gehört. Die Stimme kenne ich gar nicht. Im Unterricht sagt er nie was. Mann, Emanuel, jetzt hör schon auf. Ich habe keinen Bock mehr, mich von dir ärgern zu lassen. Nein, hast du nicht, aber ich habe gerade extrem Bock, dich zu ärgern. Du bist das geborene Opfer. Übrigens fallen mir noch andere Begriffe ein. Ach komm, Emanuel, lass uns wieder gehen. Wir haben noch was zu erledigen. Hast recht, Robert. Was ist, kennen wir uns? Noch nicht. Das sollten wir auch so belassen. Alles okay bei euch? Ja. Ja, dann ist doch alles gut, oder? Hast du das auch gespürt? Ja, nur zu deutlich. Herrin? Was willst du, Hannah? Wir sind schon viele Jahre hier unten bei euch. Und? Hat euch das geschadet? Wir haben überhaupt keine Lust mehr, euch. Euch was? Miller meinte das nicht böse, Herrin. Ach so, meinte sie nicht? Aber seht es doch mal aus unserer Sicht. Die Räume sind voller Seelen, die ihr hierher in unsere Welt geholt habt. Und keiner von uns allen weiß, warum ihr das getan habt. Weil es auch keinen von euch etwas angeht. Ich will nach Hause. Das hier ist dein Zuhause. Von nun an bis in Ewigkeit. Aber Miller hat nicht Unrecht, Herrin. Wenn ihr so sehr auf die eine wartet, dann lasst uns doch gehen. Ihr braucht uns doch wirklich nicht mehr. Ihr bleibt, wo ihr seid. Niemand vermisst euch. Ich gab euch ein neues Leben. Seid dankbar. Dankbar? Wofür? Dass wir bei euch in der Hölle schmoren? Warum nicht? Ihr seid durch mich unsterblich geworden. Ist das nichts? Nein, das ist nichts. Spiele nicht mit meiner Geduld, Miller Rabenstein. Sie ist nicht so unendlich, wie es den Anschein haben mag. Entschuldigt, Herrin. Ich weiß, dass sie irgendwo da draußen ist. Und sie sogar erwartet, dass ich mich bei ihr melde. Sie wird zu mir kommen. Sie wird das Portal betreten. Und dann? Und dann? Du willst wissen, was dann passiert? Dann ist die Zeit, in der ihr gehen könnt. Dann brauche ich euch nicht mehr. Also habt ein wenig Geduld. Es dauert nicht mehr lang. Wie lang? Hab Geduld. Und vertrau mir. Robert! Mensch, Miller! Wie oft muss ich dir noch sagen, du sollst mich nicht immer so erschrecken? Und wie oft willst du mir noch sagen, dass ich wieder rauskomme? Du kommst da auch raus, aber es dauert noch. Wie lange denn noch? Ich weiß es nicht, Miller. Du hast mich geopfert, Bruder, und Mutter... Lass Mutter aus dem Spiel. Ich... Was ist denn los, Robert? Ach, nichts. Wieder deine Schwester? Ja, sie will zurück. Niemand kommt zurück aus der Porta Westfalica. Das ist eine Einbahnstraße. Wer da drin liest, ist verloren. Ich weiß. Vergiss deine Schwester. Ich habe uns ein neues Opfer gefunden. Nimm die Pforte zur Hölle und komm mit. Denk an dein Versprechen, Robert. Jetzt mach schon! Ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. Mach dir das lieber allein. Ich möchte lieber ein Buch lesen. Ach, jetzt komm doch mit uns. Wir sind doch gute Freundinnen. Genau deswegen. Lass mich einfach 10 Minuten in Ruhe, ja? Wenn du meinst. Sie liest ein Buch. Ich würde eher sagen, sie hat Stress mit Maria. Ihr habt Stress? Haben wir gar nicht. So ein Quatsch. Ich merke sogar schnell. Ich meine, ich kenne euch ja nicht so gut, aber ich habe gespürt, dass du... Psst, seid mal eben leise. Was ist, Martin? Siehst du da vorne das Mädchen?
bist du? Kannst du mich etwa sehen? Warum sollte ich dich nicht sehen können? Weil man Geister allgemein nicht sehen kann. Warum kannst du mich sehen? Weiß nicht, ich habe die Gabe dazu. Aha, okay. Nimm es mir nicht übel, aber ich habe gerade gar keine Zeit für dich. Was machst du denn hier in der Bücherei? Meine Herrin erwartet gleich hohen Besuch und ich soll ihr zur Seite stehen. Also, war nett, dich kennengelernt zu haben. Mit wem redet er? Keine Ahnung. Du hattest recht, Tim. Es gibt Geister in dieser Bibliothek. Ich habe mich gerade mit einem unterhalten. Ah. Sie redete von einer Herrin und dass sie hohen Besuch erwartet. Hoher Besuch in einer Geisterwelt? Klingt nicht so gut. Wo ist Hermine? Na? Ach, dick und doof. Voll witzig. Spannend? Und wenn schon, geht dich nichts an. Und mich? Dich auch nicht. Was wollt ihr eigentlich von mir? Wir haben da auch ein spannendes Buch. Willst du mal lesen? Was steht denn drin? Zaubersprüche aus dem Mittelalter. Zaubersprüche? Die sogar funktionieren. Ich habe eigentlich nichts über für Mystik-Scheiß. Und dann liest du Harry Potter? Robert hat recht. Versuch's doch mal. Na gut, weil ihr es seid. Danke. Und, ist sie die Richtige? Ich glaube wohl, Herrin. Glauben gibt es hier unten nicht, Emanuel. Wo bin ich und wer bist du? Sei nicht so vorlaut. Du hast nur zu antworten und keine Fragen zu stellen. Sei ruhig, Robert. Sie ist neu hier. Du willst also wissen, wer ich bin. Was war das Schlimmste, was du je in deinem Leben erlebt hast? Eine 5 Mathe. Die habe ich andauernd. Halt die Klappe, Alter! Nein, ich meine, was wirklich tief in die Trauer verursacht hat. Als meine Großeltern gestorben sind. Ja, das ist schlimm. Aber weißt du, zu sterben ist gar nicht so schlimm. Ich lebe seit 2000 Jahren nicht mehr. Mein Leben war zu Ende, als ich 13 war. Wie, seit 2000 Jahren? Wie soll das denn gehen? Keine Fragen. Sagen wir mal, meine Mutter hat mir etwas beigebracht, was nicht wirklich gut war. Wieso hat sie das getan? Ich wurde vorbereitet. Auf was? Ich wurde auf die Ehe mit einem. Ich wollte es jedenfalls nicht und habe dafür gesorgt, dass die Ehe nicht stattfindet. Hast du etwa... Einen Toten kann man nicht heiraten. Leider wurde ich dafür... Das geht dich nichts an. Zeig mir deine Hände. Nö. Sie ist die falsche, ihr Idioten. Bringt sie weg. Verdammt, was soll das? Was willst du eigentlich von mir? Von dir? Nichts. Du bist ein Versehen. Na, danke auch, das beruhigt mich irgendwie. Das solltest nicht. Du kommst hier nie wieder raus. Willkommen in der Hölle. Und wenn die heute gar nicht mehr zumachen? Hä? Natürlich machen die zu, um 18 Uhr. Und wenn nicht? Vielleicht ist heute lange Nacht der Bücher oder so. Du spinnst, Martin, echt.
Tue ich gar nicht. Und du glaubst auch, dass ich spinne? Naja, wer Geister sehen kann, dem sollte man alles zutrauen. Sprich ja genau die Richtige. Was meinst du? Seit wann kannst du Kerzen anzünden? Einfach so. Weiß nicht. Hab's heute erst entdeckt, dass ich das kann. Ja klar, ich dachte, wir wären Freunde, Maria. Sind wir doch auch. Da merke ich aber gerade gar nichts von. Mich würde es auch interessieren, warum du einfach so Kerzen anzünden kannst. Das war Zufall. Ja, klar. Ich glaube nicht an Zufälle. Mein Cousin hat recht, ich auch nicht. Diese grünen Lichter und heute dieser Geist, den Martin gesehen hat. Und jetzt ist auch noch eure Freundin Hermine verschwunden. Da steckt doch irgendwas dahinter. Was soll denn dahinter stecken? Sag du's. Hast du was damit zu tun? Was sollte Maria damit zu tun haben? Ich habe mich immer gefragt, wer du wirklich bist, Maria. Du würdest es nicht verstehen, wenn ich es dir sage. Versuch's doch. Später. Es geht los. Mieses Timing. Falls mir was zustoßen sollte, dann pass auf mich auf. Das solltest du unbedingt lesen. Sollte ich? Und was passiert dann? Meine Herrin wartet auf dich. Und du sollst mich zu ihr bringen? Ja, aber du solltest das Portal benutzen. Nur so gelangst du in ihre Welt. Und was, wenn ich das gar nicht benutzen will? Vielleicht möchte ich ja gar nicht zu ihr. Gibt's Ärger? Ich hoffe nicht. Oder? Ihr wieder. Was wollt ihr? Wir passen auf das Buch auf. Und geben es denjenigen, dessen Zeit auf Erde abgelaufen ist. Warum? Wir sind Seelensammler. Und deine haben wir noch nicht. Und wenn meine Zeit noch nicht gekommen ist? Du bist etwas Besonderes. Und ich spüre, dass meine Herrin genau auf dich gewartet hat. Und wir wollen sie nicht länger warten lassen. Also, lies das Buch. Und jetzt mach endlich. Bitte. Keine Sorge, ich bin bei dir. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Setz dich. Wer bist du? Nenn mich Lucia. Lucia Morgenstern. Aha. Lucia Morgenstern. Ich nehme an, es gibt dich nicht wirklich, oder? Nicht mehr. Aber es gab mich mal. Vor vielen, vielen tausend Jahren, bis man mich nicht mehr wollte. Was ist passiert? Ich wurde verbrannt und in eine Urne begraben, bis man mich vor einiger Zeit ausgegraben und meine Urne hierher gebracht hat. Und dann bist du auferstanden. Das klingt schön, aber eigentlich war es mehr ein Erwecken. Und es wäre zudem deine Rolle in der Geschichte der Menschheit gewesen. Ich habe einige Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe über Leben und Tod entschieden und wurde dafür bestraft, als Wächterin der Untoten zu herrschen. Das tut mir leid. Aber was willst du jetzt von mir? Nun sagen wir mal, es ist an der Zeit, meinen Platz zu räumen und einen anderen zu bestimmen, ihn einzunehmen. Nur leider war bisher keiner gut genug dafür. Bisher? Verstehe.
Das wäre die perfekte Vergebung meiner Sünden, findest du nicht? Ein Rollentausch, 1:1. Du als Nachfahren des Königs der Juden und ich. Woher weißt du das? Aber ich bitte dich, denkst du allen Ernstes, ich hätte nicht all die Jahrtausende deinen Werdegang verfolgt? Deine Tagebücher gelesen und auf Schritt und Tritt gesehen, wie du dich entwickelt hast? Tochter der Maria Magdalena. Und jetzt willst du dein Amt abgeben? Es ist an der Zeit. Vielleicht. Aber nur unter einer Bedingung. Die da wäre? Lass all die Seelen frei, die du fälschlicherweise für meine gehalten hast. Du hast es gehört, Hannah. Lass die Seelen gehen. Sollen sie dem Schmorfeuer meiner Unterwelt entgehen. Für den Preis meiner Erlösung ist es das wert. So sei es, Herrin. Und jetzt halte auch du dein Versprechen und nehme den Handel an. Es ist die passende Zeit dafür. Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, meine Bestimmung einzufordern. Glauben gibt es in meiner Welt nicht. Du befindest dich außerhalb der deinen, Gottestochter. Glauben gibt es hier unten nicht, meinst du? Ganz im Gegenteil. Lucifer Abendrot. Wenn es den Glauben nicht geben würde, dann gäbe es uns beide wohl auch nicht. Er hält uns am Leben. Dich und auch mich. Andacht, Gottvertrauen und die Angst vor dem Fegefeuer sind starke Quellen der Kraft, die die Menschen da oben in ihrem Leben brauchen. Was redest du da? Willst du mich mit deinen Bibelsprüchen einlullen? Komm endlich zur Sache. Zu viele Seelen hier unten warten auf ihre Erlösung. Endlich das Feuer der Verdammnis zu spüren. Sie haben auf eine wie dich gewartet, die das übernimmt. Ja, ich höre sie. Aber lass sie noch einen Moment warten. Lass uns spielen. Der Einsatz sind 1000 Seelen. Warum sollte ich? Mach es mir leichter, deinen Platz einzunehmen. Und noch mehr der Seelen vor dem ewigen Feuer zu retten. Du spielst doch gerne. Wenn ich verliere, darfst du die Seelen mitnehmen. 1000 Seelen pro Spiel. Du fängst an. Kopf. Du willst also behaupten, du warst in der Hölle, Hermine? Naja, zumindest hat Lucia gesagt, sie sei die Wächterin der Toten. Und als solche hatte sie die Fähigkeit, ein Portal zu schaffen, um Seelen in ihre Welt zu ziehen? Sie hat schwarze Magie angewandt. Das hat ihr wohl ihre Mutter beigebracht. Schwarze Magie? So ein Quatsch. Nein, das ist kein Quatsch, Tim. Ich kann auch Geister sehen und ich will gar nicht wissen, was ich könnte, wenn ich wollte. Was denn, in andere verwandeln? Warum nicht? Soll ich mal probieren? Bloß nicht. Was sollen wir denn jetzt mit dem Buch machen? Verbrennen, denn es ist gefährlich. Nee, ist es nicht mehr. Warum nicht? Weil mit Lucias Macht auch die Magie gestorben ist, die dieses Buch in ein Portal verwandelt hat. Klingt logisch. Für mich klingt das eher blöd. Was ist mit Maria? Wie kriegen wir die überhaupt zurück? Ich glaube gar nicht. Ihre Spielzeit endet in der Unendlichkeit. Klingt aber wirklich nicht gut für sie. Es sei denn, jemand anderes löst sie vorher ab. Jemand anderes? Muss ich jetzt jedes Buch dreimal durchlesen, bevor ich es lese? Könnte nicht schaden. Quatsch! Also, kann man jetzt Maria irgendwie helfen? Ich wüsste nicht wie. Du hast mich gebrudert.
Mann, Emanuel, jetzt. Oh, shit. Sei ruhig, Robert. Sie ist neu hier. Du willst also wissen, wer ich bin. 200.000 Jahre tot. Nein. Nur 2.000, nicht 200.000. Ich habe einige Fehler. Mann, Emanuel, jetzt hör schon auf. Ich habe keinen Bock mehr von dich, mich ärgern zu lassen. Von dich mich ärgern zu lassen? Na gut, was ihr sagt. Du hast hingeguckt, Mama. Tu ich gar nicht. Und du glaubst auch, dass ich spinne? Schade, Mama. Diese grünen Lichter und mein Geist gehen mein Cousin gesehen. Nicht dein Geist. Und geben es denjenigen. Was war nochmal mein Text?